So, liebe Leute, heute geht's wieder weiter mit den Cops bei Need for Speed Hot Pursuit. Wir sind wieder dabei. Und zwar fangen wir heute an mit dem Carson Ridge Reservoir. Und zwar an dem Schnelleinsatz. Die Schnelleinsatz sind, die kennen wir aus Need for Speed Rivals. Müsste eigentlich tatsächlich wieder Zeitfahren sein. Während seiner gesamten Produktionszeit von 1975 bis 1989 war der Porsche 911 Turbo das absolute Topmodell von Porsche. Durch den Einsatz der Turbotechnologie, mit der Porsche seit Anfang der 70er Jahre im Porsche 917 experimentiert hatte, sollte aus dem 911 Turbo ein direkter Konkurrent zu den viel teureren und exklusiveren Supersportwagen der damaligen Zeit entstehen. Obwohl der Wagen aufgrund geänderter Regeln nicht mehr als Homologationsmodell benötigt wurde, stellte er die Basis für die Rennfahrzeuge 934 und 935 dar. Er war sehr schnell, aber auch sehr anspruchsvoll zu fahren. Der kurze Radstand, die Einbaulage des Motors und die ungleichmäßige Leistungsentfaltung sorgten für eine Übersteuerungstendenz, die ein hohes Maß an Fahrzeugbeherrschung erforderte. Ein charakteristischer geschwungener Heckspoiler, ausgestellte hintere Radhäuser und breitere Reifen verbesserten den Grip und erhöhten die Fahrstabilität. Der Heckspoiler wurde später sogar nochmals höher gesetzt, um genügend Platz für den neuen Ladeluftkühler zu schaffen, der eine weitere Leistungssteigerung brachte. Die Verzögerungsleistung wurde ebenfalls verbessert, indem eine ähnliche Bremsanlage wie die des erfolgreichen Porsche 917 Rennwagens verbaut wurde. Ja, das ist der kleine Text, der immer mit dabei steht. Der wird dann uns vorgelesen. Das ist immer gut. Den lasse ich euch auch gerne dabei. Ja, gehen wir rein in den Schnelleinsatz. Dürfte Zeitfahren sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, 2 Minuten 40 haben wir Zeit, 6000 Kopfgeld und ja, versuchen uns aufs Gold. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen Schnelleinsätzen, aber müssen es ja irgendwann auch mal machen. So, 2,54 für 4.000 Kopfgeld, 3,25 für 2.000 Kopfgeld. Naja, mein Ziel ist es, die 2,40 zu knacken. Ob wir das schaffen, weiß ich noch nicht. Naja, wieder mal los. Zentrale an alle Einheiten. Officer benötigen Unterstützung auf dem West Beach Freeway. Interceptor-Einheit am Einsatzort. Zieht euch zurück. Ich will mich ein bisschen konzentrieren. Kann es auch mal sein, dass ich sage, ich spreche noch ein bisschen weniger. Vielleicht auch ganz so, ich kann nicht mehr wirklich. Aber gerade bei diesen höheren Schnellern geht es nicht. Kilometer noch. Wir fahren hier auf die Autobahn, dann ist es nicht da. Fuck you, der hat uns eigentlich noch die 3 Sekunden gedrückt. Aber es reichte. Es reichte auf Gold. Um 5 Sekunden. Ja, gut, wir haben 11 Sekunden Zeitstrafen bekommen, ne?
Ein neues Fahrzeug haben wir noch beschafft. Die 911 Turbo als Verkehrspolizei. Das war ja gerade gefahren, das Fahrzeug. Jo, dann haben wir schon den ersten Teil wieder durch heute. Und da geht's dann weiter. Grand East Coast. Weiterer Interceptor. Blockbuster heißt er. Als Mitglied des SCBD hast du bei jeder Mission die volle Unterstützung der Einsatzleitung. Für die bevorstehende Mission hat die Einsatzleitung die Verwendung lokaler Straßensperren genehmigt. Wenn die Einheiten angefordert werden, errichten sie eine Straßensperre vor dir und den Verdächtigen. Jede Kollision mit der Straßensperre wird das Fahrzeug des Verdächtigen beschädigen und den Fremden wodurch sie die Möglichkeit zum Zugriff bietet. Jo. Gut, wir gucken mal, was wir hier so für Fahrzeuge noch haben. 234er. Haben wir noch was Schönes? Naja, ich glaube, ich nehme den Subaru. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der ein bisschen robuster noch sein dürfte. Seit Ende der 1980er Jahre koordiniert die Abteilung Subaru Technica International die Entwicklung der Rallye-Autos von Subaru. Heute ist sie ebenfalls für die Entwicklung leistungsstarker Straßenversionen des Impreza WRX zuständig, die Power mit Präzision und Performance mit Praxistauglichkeit verbinden. Als Triebwerk dient ein 2,5 Liter 16-Ventil-Boxermotor mit Turbolader und Ladeluftkühler, der bei 6000 Umdrehungen pro Minute über 300 PS leistet. Charakteristisch ist die perfekte Balance und das in allen Fahrsituationen messerscharfe Handling. Das fünftürige Schrägheckdesign ist vom Standard Impreza abgeleitet. Ausgestellte Karosserieformen und ein längerer Radstand mit kürzeren vorderen und hinteren Überhängen heben den Impreza WRX STI von der Serie ab und unterstreichen seinen Performanceanspruch. Ja, so ist es. Auf geht's. Auf geht's. 6000 Kopfgeld für 2 Minuten, 3000 Kopfgeld für 3 Minuten, 4000 Kopfgeld, Entschuldigung. Nee, 6000 Kopfgeld für 2 Minuten, 4000 Kopfgeld für 3 Minuten für Stellen und 2000. Also, gucken wir mal. Verfolgen Sie den Dodge auf der Grand Ocean Road. Hier Zentrale. Bestätige Übernahme durch Interceptor. Interceptor 1, hier Zentrale. Straßensperren anhalten sind genehmigt. Vorrück. Na dann, let's go. Straßensperre ist in Position. Ich ziehe das jetzt in 2 Minuten zu packen. Fahrer in 57 mit Straßensperre verwickelt. Alle Einheiten zugreifen. Da bin ich auch mit einer eigenen Straßensperre gekracht. So, wollen wir den nur noch zu holen? Leck mich doch am Arsch mit deinem scheiß Auto. Aber einen kriegt er noch von mir. Verdächtige hat die Straßensperre gerammt. Zur Festnahme vorrücken. Wiederholung klar machen zur Festnahme. Ja, jetzt haben wir nur noch die Schaffung. Wir haben noch 30 Sekunden, wir haben das Auto doch. Wir haben doch keine. Die Straßensperreinheit, wir sind vor Ort und auf Standby, over. Da kriegst du auch noch eine. Ja,
Ja, da haben wir schön nochmal mitgegeben. Also, das Gute ist, der kann fahren, der Typ. Der kann auf jeden Fall fahren. Das weiß ich das erste Mal. Mein Streifenwagen ist stark beschädigt. Straßenstelle steht zur Verhaftung. Ja, das soll nicht mehr. Zack, knapp drüber. Silber. Meine, wir haben ihn jetzt gestoppt, aber... leider nicht auf Gold. Die Sache ist vorbei. 0,0... Also 0,4 Sekunden waren es am Ende, die uns gefehlt haben. Hätte ich die als Verköchte nicht gehabt, dann wäre es okay gewesen. Naja, dafür haben wir es auf Silber jetzt. Egal, scheiß drum. Geschafft ist geschafft. Das Auto steht, der Verdächtige ist verhaftet. Alles andere ist dann auch letztendlich egal. Das sind trotzdem gute Punkte. Ja, es hätte aber 2000 mehr sein können. Es hätten jetzt doch mal ein neues Auto sein können. Ja, da gibt es sowieso einen neuen. Die sind doch ein 370Z hinterher. Ja, und nach dem Schnelleinsatz sind wir jetzt sogar schon durch für heute wieder. Also es sind jetzt, ja, zack, zack, zack ging das jetzt mit zwei Polizei-Events. Wir sehen uns schon wieder in der nächsten Folge wieder. Ich zeige euch einmal zwei kleine Events pro Folge. Und mit dem East Coach. Ja, gucken wir mal, wie wir das machen. Ich denke so, warum wir das machen. Zeigen wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann bei den Racern nochmal.